Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um Dienste. Dienste sind eine abstrakte Überlegung, was denn da alles so passieren könnte. Also in Wirklichkeit habt ihr extrem viele verschiedene Dienste auf einmal am Laufen und der Dienst selbst, also der Begriff Dienst, ist eigentlich bloß ein Oberbegriff von diesem ganzen Krempel, was da alles so ist. So, was wir hier sehen, ist erstmal, der Sender möchte Daten an den Empfänger schicken. Das ist ja ganz normal, das kennen wir ja. Ich möchte Daten an YouTube schicken, also lade ich dieses Video hoch. Alles kein Problem. So, was jetzt aber passiert ist, ich sage nicht direkt, hey YouTube, ich schicke dir über diesen Weg hier und da genau diese Pakete, sondern was ich eigentlich mache, ist, ich greife auf Dienste zu. Auf was für genaue Dienste werden wir uns noch alles drum kümmern? Heute erstmal die abstrakte Sicht davon. Der Dienst selbst ist dieser Pfeil hier, der, ich schiebe den gerade mal hier runter, eigentlich von da nach da läuft. So, was hier passiert ist also, ich schicke Daten, also ich, an YouTube, wenn ich ein Video hochlade, aber ich greife nicht direkt auf diesen Kanal drauf zu, sondern, also dieser Kanal wäre jetzt zum Beispiel die Glasfaserleitung, mit der ich angebunden bin, sondern ich sage einem Dienst, hey du, ich hätte ganz gerne, dass du dort und dorthin Daten überträgst. Und dieses dort und dorthin, das ist dieser sogenannte Zugangspunkt, der Dienstzugangspunkt hier in grün und hier natürlich auch in grün, leider nicht dieselbe Größe, aber okay. Und ein Beispiel für so einen Dienstzugangspunkt wäre IP zum Beispiel. Das heißt, ich sage diesem Dienstzugangspunkt, hey, ich möchte Daten an YouTube übermitteln und youtube.com wird aufgelöst zu einer IP-Adresse und über diese IP-Adresse kann dann bestimmt werden, wo diese Daten wirklich physikalisch hin müssen. Das heißt, hier wird gesagt, der nächste YouTube-Server liegt in, keine Ahnung, in Buxtehude oder sowas und dort wird dann eben alles hinübertragen, aber ich muss eigentlich gar nichts mehr machen. Ich sage bloß, wo ich das ganz gerne hinhaben möchte und ich sage, was ich da gerne hinhaben möchte. Aber ich muss nicht nochmal hingehen und sagen, ich hätte ganz gerne, dass du diesen Weg nimmst und ich will, dass du das und das machst, sondern das macht alles der Dienst für mich. Und der Dienst ist das Ding hier, beziehungsweise das Orangene und dann wieder da und so weiter und so fort. Also es sind mehrere Schichten im Prinzip von Diensten. Wir werden das noch genauer aufdröseln, was wir da für Schichten haben, keine Sorge. Und immer zugegriffen wird über diese Dienstzugangspunkte, die dann eine gewisse Schnittstelle bereitstellen, über die können wir dann kommunizieren. So, es gibt mehrere Dienstprimitive, so heißen die Dinger. Also wir sind hier erstmal Dienstnehmer, also der Sender und der Empfänger auch, weil der Empfänger kann ja auch zurück übertragen. Der sagt mir dann, hey, ich habe das Ganze erfolgreich übertragen. Das heißt, er ist gleichzeitig auch immer mal wieder ein Dienstnehmer. Also die Rollen, die wechseln sich immer so ein bisschen ab. Genau. So, was wir jetzt machen können, ist, wir können sagen, wir haben vier Primitive. Das wäre zum einen mal der Request, dann die Indication, die Response und die Confirmation. Also im Prinzip sind es diese vier Dinge. Das eine, der Request, besagt, ich beauftrage jemanden, also ich beauftrage als Sender zum Beispiel einen Dienstgeber, dass er irgendwas macht. Der Dienstgeber, wenn der was zurückschickt an mich, dann ist es eine Indication. Wenn ich darauf wieder antworte, ist das eine Response. Also wenn der Dienstnehmer dem Dienstgeber wieder antwortet. Und eine Confirmation ist es, wenn das Ganze abgeschlossen wird. Okay, so, das jetzt mal nur ganz grob. Die Dinger müsst ihr euch natürlich alle nicht merken. Ich dachte nur mal, das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn ich die mal erwähne. Wir werden uns da aber im Laufe der Zeit dann auch noch mit genauer beschäftigen und werden die einzelnen, also werden die vier Dinger noch häufiger hören und dann noch kennenlernen, was sie genau so tun. Okay, so, jetzt kann man so einen Dienst beurteilen, wie das Ganze wirklich funktioniert. Also so, ja, wir haben da so ein paar Kriterien. Zum einen eben natürlich die Sicherheit, aber was am wichtigsten ist, die Zuverlässigkeit. Wir werden zuverlässige und unzuverlässige Dienste kennenlernen. Die haben jetzt aber keine Wertung oder sowas, also unzuverlässig heißt nicht gleich schlecht, sondern teilweise wollen wir sogar einen unzuverlässigen Dienst haben. Wir werden auch sehen, wann. Zuverlässig heißt auf jeden Fall erstmal, wir wissen, dass die Pakete auch wirklich alle beim Empfänger ankommen. Das kann aber teilweise ein bisschen länger dauern, bis die Pakete dort ankommen. Und das macht zum Beispiel bei Streaming oder sowas, ist es eher nervig, wenn ihr mal euren Stream automatisch pausierend habt, nur weil ihr ein paar Pakete verloren habt zum Beispiel. Aber eigentlich könntet ihr ein einziges Frame überspringen und wärt dann aber trotzdem noch immer perfekt da.
wenn es nicht häufig passiert, dann fällt es gar nicht auf, wenn da ein einziges Bild verloren geht. Das heißt, man hätte da zum Beispiel lieber einen unzuverlässigen Dienst. Aber normalerweise will man natürlich einen zuverlässigen Dienst, damit man auch weiß, dass das Bild jetzt auch tatsächlich, was ich auf der Webseite laden möchte, auch angekommen ist und ich nicht irgendwie, ja, ein leeres Fenster da habe mit, keine Ahnung, einem Teil von dem Bild und der Rest ist komplett weg oder so. Wäre natürlich doof. Gut, also was kann da alles passieren, wenn es um Zuverlässigkeit geht? Zuverlässig bedeutet, wir können einen Verlust kompensieren. Das heißt, wenn Daten überhaupt nicht ankommen, das heißt, das hier hört einfach hier auf und geht irgendwo anders hin. Wäre natürlich doof. Wir können damit umgehen, wenn plötzlich statt einer Dateneinheit zwei ankommen, also sowas in die Richtung, dieselbe Dateneinheit kommt zweimal an, das kann tatsächlich passieren. Wir können auch damit umgehen, wenn zwei Pakete kommen, dass die vertauscht sind, das können wir dann wieder richtig rumpacken, damit können wir umgehen. Und wenn wir irgendwelche Bitfehler haben, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben hier 001 geschickt, also wir übertragen ja eigentlich immer Bits. Und angekommen ist jetzt 101. Dann haben wir hier im ersten Bit ein falsches Bit bekommen. Das heißt zum Beispiel, ein grüner Pixel könnte nicht mehr ganz so grün erscheinen oder sowas. Und das kann man jetzt reparieren, indem man verschiedene Methoden angibt. Die werden wir alle noch kennenlernen, keine Sorge. Aber nur, dass ihr wisst, was bei einem zuverlässigen Dienst auch wirklich gebraucht wird. Das heißt, hier gibt es einige Sachen, die wir beachten müssen. Wie gesagt, eben diese vier, das, was verloren geht, dass aus Versehen zwei von demselben ankommen, dass die Reihenfolge vertauscht wird und dass einzelne Bitfehler passieren. Okay, jetzt noch kurz zur Sicherheit. Ich habe ja öfters schon gesagt, ich habe hier momentan oder in letzter Zeit viel mit Sicherheit zu tun gehabt. Deswegen findet ihr auch so Sachen wie Kryptografie bei mir. Könnt ihr euch übrigens gerne angucken, kann ich sehr empfehlen. Ne, natürlich kann ich es empfehlen. Egal, auf jeden Fall, was man aktiv und passiv da unterscheiden muss. Also was man hier bezüglich der Sicherheit tun muss, ist Folgendes. Und zwar, wenn sich da jetzt jemand einklingt, zum Beispiel eine Eve mal wieder, ein Eavesdropper, deswegen übrigens Eve. Das heißt, der könnte hier die Leitung abhören. Dagegen kann man nämlich zum Beispiel Verschlüsselung einsetzen. Also das heißt, alles, was hier übertragen wird, wird vorher verschlüsselt. Dann kann Eve erstmal damit nichts machen. Das wäre der erste Teil. Der zweite Teil wäre, dass diese Leitung hier komplett unterbrochen wird von unserem Angreifer Eve. Also kein Eavesdropper mehr, sondern ein tatsächlicher Angreifer. Und ich hätte eigentlich ganz gerne, dass es daran geht. Naja, egal. Okay. Und dann kommt plötzlich hier ein anderer Datenstrom wieder raus. Das heißt, Eve klingt sich ein und sagt, hey, statt 1000 Euro Überweisung an deinen Freund Karl, überweist du jetzt mir 1000 Euro. Und plötzlich haben wir ein riesiges Problem, weil wir dem Falschen 1000 Euro überwiesen haben, die wir nicht mehr zurückkriegen und unser Freund Karl ist sauer, weil wir ihm immer noch 1000 Euro schulden. Ja, wäre natürlich doof. Das nächste ist, Eve könnte irgendwelche Pakete produzieren, die es überhaupt nicht gibt. Also Eve produziert irgendwelche Pakete und sagt, sie sind von Sender, also von mir zum Beispiel, aber dabei sind sie gar nicht von mir. Das wäre jetzt zum Beispiel der Fall, wenn jemand von euch versuchen würde, irgendwelche YouTube-Videos hochzuladen und so tut, als wäre ich derjenige, der sie hochgeladen hätte. Wäre natürlich nicht so geil. Kann aber vorkommen. Und das nächste, das letzte, wäre einfach dann die andere Variante. Der Sender schickt was und Eve sagt, nö, möchte ich nicht, wird nicht hochgeladen, Punkt aus, fertig. Gegen diese vier Angriffe muss man da auch was machen können. Mit denen werden wir uns auch ein bisschen beschäftigen, wobei ich noch nicht weiß, ob wir das in der Serie machen oder ob wir das separat machen, nur dass ihr mal die Angriffe so habt. Okay, und ja, ich glaube, das war's für dieses Mal. Nächstes Mal geht's dann weiter mit einer tatsächlichen, mit einem Schichtmodell, das man tatsächlich überall eigentlich einsetzt. Und ja, von meiner Seite war's es erstmal. Liken nicht vergessen, abonnieren sowieso nicht und teilen wäre mir auch, würde ich mich sehr drüber freuen natürlich. Okay, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.